Aber was für ein Spektakel. Aber das Wetter schlägt nochmal zu. Wie viel Uhr haben wir? 8.28 Uhr. Von 8.40 Uhr musst du auf der Strecke sein. Easy. You will see. Sieben. Endlich wieder Sand fahren. Der Dämpfer kickt mal, also ich glaube, das kommt manchmal, der ist ein bisschen zu straff, glaube ich. Quali ist durch, die Strecke ist ganz geil. Kommt jetzt schön kaputt. Ich denke mal, unser Lauf nachher, der wird anständig. Bin ins Sonderzelt gefahren. Dachte mir, hä? Ist ja KMP, fahre ich ja gar nicht. Und dann, oh, hä? Ich fahre ja auch gar keine Honda. Ja, ich habe, glaube ich, dieses Jahr nicht einmal wegen Regen Rolloff benutzt. Ich glaube, da kommen wir heute nicht drum rum. Special Trick für mich ist, ich klebe hier immer noch mal kurz den Kanister zu, weil durch einen Stein oder wenn man da richtig dran zieht, dann kann das schon mal passieren, dass so ein Kanister aufgeht. Ist falsch rum. Top. But you know what's really important today? To get a good start. Hast du gesehen? Dann nehme ich hin am Gatter. Noch zwei, drei Footprints gegeben für die erste Stunde. Das besser nicht in dem Gatter. Sie haben nicht meinen Job, mich zu kontrollieren. Gemacht hat, der weit, weit zurückgefallen war auf die 14, die jetzt erstmal eine riesen Aufholjagd hinlegen muss. Der Jakobi jetzt dran am Platz. Das ist wirklich absolutes Hochlevel, was die da zeigen. Sterry jetzt mit der schnellsten Rennrunde. Erster Lauf, heute am Samstag ist durch. Bisschen enttäuschender Lauf. Aber ich habe einen Rhythmus einfach nicht gefunden und ja, dann ist Henry direkt vor mir hingefallen. Das Vorderrad weggerutscht, zu kurz und habe dann halt gebremst. Ich dachte, jetzt gehe ich neu über den Lenker. Bei dem Wetter freut man sich doch noch viel mehr auf die Eisbahn, oder? Ja, jetzt ist ja auch mal endlich kalt. Guck dir mal auf die Uhr. Und die Eistonne ist Mint. Schönen guten Morgen! Allerletzter Tag der ADAC MX Masters 2022 Finale! Was ist Autogramm abchecken? Das was machst du jetzt in der Offseason? Unterschrift üben. Ich muss die noch ein bisschen optimieren. Aber hier, danke auf jeden Fall an meine Crew, die musste auch mal einfangen hier. Im Gummi überziehen hast du kein Problem, ne? Da bin ich geübt drin. Bereit! Ich hab gestern ja gesagt, wenn ich nicht den Start gewinne, mache ich mir nie wieder so eine Spur mit so viel Aufwand. Hab recht behalten. Adam Sterry, Vollgas vorbei. Tixier, Nagel oder doch Jakobi, aber das Wetter schlägt nochmal zu. The rain was making you not sick. It was that coming down that far. War nass, war richtig nass, die letzten zwei Runden. Wo ist Henry Jakobi? Da muss irgendwas vorgefallen sein, möglicherweise ein Sturz. Hi Leute, wie ihr seht, ich habe ein bisschen hängenden Flügel. Im zweiten Lauf in der letzten Runde beim Versuch noch das Überholmanöver möglich zu machen, gestürzt. Den dritten Lauf weggelassen, ein bisschen oft hingefallen, aber ja, ich denke trotzdem, dass wir da jetzt nach so kurzer Zeit schon echt konkurrenzfähig waren. Und wir sehen uns, Leute. Macht's hübsch.
Apfelsaft. Sandig und räudig kantig. Und die gerade auf der Helferbox. Da hat man mehr zu tun, am Motorrad hängen zu bleiben, wie überhaupt zu fahren. Ne? Haben sie selber ausgesucht, dass sie fahren sollen. Und mit Stefan müssen wir noch ein bisschen Enduro-Skills auspacken. Weil denen seine Start-Enduro-Skills, das hat nicht gepasst. Der wäre da durchgekommen, ganz eindeutig. Haut lieber Toni auch mal ein bisschen Sandkörner ins Gesicht. Ey. Ja, Start war viel besser. Reingehalten in die erste Kurve, so wie ich es hätte machen sollen im zweiten Lauf, aber in diesem Lauf habe ich es gemacht. Komplette Hinterradfelge ausgespeicht. Ich glaube, ich hatte noch drei Speichen drin, die richtig funktioniert haben. Fetten Applaus auf Rang Nummer 3 für Adam Sterry. Had a few moments where I nearly went down and my goggles couldn't see, was blurry, the sun was in my eyes, but we got to the end, we got through it and get on the podium at the last round, that makes me happy and yeah, give the team something back for the help this year. Alles in allem, cooles Jahr. Vielen Dank an Benzin, vielen Dank an die ganze Crew. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Winter, mit der ProSport Alliance richtig Gas zu geben und dann sind wir nächstes Jahr wieder im Game. Gehe ich erstmal duschen und dann werden wir heute Abend da ein bisschen da vorne ein bisschen gesellig zusammensitzen und mal ein Bierchen trinken. Auf die Seite!